Hallo liebe Piraten, Piratenfernsehen in Lichtgeschwindigkeit. Hier eine neue Ausgabe. Ich muss immer dann, wenn mein Opponent, der mich durch Mobbing und Rufmord zum Rechtsextremisten beim Bundesparteitag in Neumünster geschlagen hat, der großartige Buchhalter der Piraten Bernd Schlömer, hier Cousin von Moshe Dayan, ganz eindeutig, und dazu ist heute weder etwas im Hamburger Abendblatt vom Dienstag, den 25. September, noch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wie also die Echtzeitlage aussieht und auch im Deutschlandfunk berücksichtigt wurde. In den Nachrichten hat also der Buchhalter Bernd Schlömer bekannt gegeben, die Piratenpartei wird im Bundestagswahlkampf schwerpunktmäßig auf ein Thema setzen, was ja auch zur Gründung der Piratenpartei schließlich mitgeführt hat, nämlich da geht es um File-Sharing, um das Thema Urheberrecht. Und zwar die Forderung laut dem Buchhalter Schlömer, Geheimnisträger beim Bundesverteidigungsministerium und gleichzeitig Oberpirat, sei die Forderung der Piraten des freien, privaten Kopierens. Dazu möchte ich zwei Dinge sagen. What a drag it is getting old. Talk show please, tomorrow of seas has sat the door. She took for more. Zwei wichtige Punkte, die hier aus meiner Sicht als Vorsitzender der Piraten, der glaubt es besser zu wissen als die sich hineingedrückten Pochonders, ist nämlich erstens, innerhalb der Piratenpartei gibt es zwei Hauptlinien, die im geistigen Konflikt miteinander liegen. Das eine sind die, die hier wirklich unter dem Aspekt einer sozialliberalen, rechtsstaatlichen Partei, die es ernst meint, eine Alternative im Sinne von Klarmachen zum Ändern zu dem Blockparteiensystem in Deutschland zu bilden, mit dem Bewusstsein, wir sind in der IT-Revolution, deshalb müssen wir alle Fragen auch hinsichtlich der IT-Auslegung und auch das Urheberrecht also beachten und sozusagen auslegen, sodass es gut funktioniert. Die eine also ist die sozialliberale Schiene, die andere aber bei den Piraten, sie ist sozusagen in Anführungszeichen libertär, das ist nicht liberal. Libertär ist sozusagen die militärische Apple-Microsoft-Linie. Und dazwischen gibt es nichts, das muss man wissen. Microsoft IBM ist eine mit Milliarden Dollar ausgestattete, hochgezüchtete militärische Fortschrittstechnologieindustrie vom US-Staat finanziert. Es ist nicht die Schönheit und die Herrlichkeit von Steve Jobs oder von Bill Gates gewesen, die IBM Microsoft hochgebracht hat und dann jetzt die Kombination Microsoft-Apple in den Stand gesetzt hat, in dem sie heute sind. Es ist alles in amerikanischer Hand. Wir nennen uns der Westen, aber hier zwischen dem Apple Microsoft und dem sozialliberalen Piraten ist der Kampf überhaupt nicht geklärt und insofern ist auch die Frage zum Urheberrecht zunächst erstmal nicht eindeutig zu beantworten innerhalb der Piratenpartei. Einen solchen Parteibeschluss gibt es auch nicht und er wird nicht von der Basis getragen. Das andere Problem aber, was im Grunde genommen viel wichtiger ist, die Forderung, die hier der Buchhalter Schlömer ausgesprochen hat, nämlich das freie, private Kopieren. Das muss man doch erstmal auf die Lage beziehen, die wir heute haben. Das geltende Urheberrecht und das geltende Copyright in Bezug auf freie Ressourcen für Schule, für Studium, für Forschung und auch das private Kopieren einer Schallplatte, die ich im Laden gekauft habe, zu privaten Zwecken ist nicht unter Strafe. Hier geht es also um etwas anderes, hier geht es nämlich um die gewünschte Freiheit im Internet. Und die besteht eben in solchen Fragen wie, darf jemand ein Lizenzgut, ohne die Lizenz zu haben, ins Internet stellen? Dass man das dann kopieren kann, ist im Grunde genommen wirklich nicht die Frage, sondern die Frage ist,
Wer darf Lizenzgüter gebrauchen und Geschäfte daraus machen, wie es zum Beispiel Facebook oder Google oder YouTube machen? In der Folge es dann zu privaten, freien Kopien kommen kann. Also es ist sowohl die Thematik von Bernd Schlömer nicht konkretisiert und nicht vernünftig gestellt. Freie, private Kopien hat es immer gegeben. Hier wäre die Frage, wo ist das Dispositiv, wo ist der Unterschied von der Lage von heute zu dem, was die Piraten wirklich verlangen. Das andere ist aber die Grundsatzklärung innerhalb der Piraten, was ist eigentlich sozialliberal orientiert und was ist militaristisch, Apple-Microsoft-mäßig orientiert, und das müssen wir diskutieren. So, schönen Dank für den Aufruf.